Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, vielleicht auch liebe Kollegen. Nach 4 Wochen Schulschließung ist das ein kleiner Gruß aus der Stadtteilschule Wilhelmsburg an euch alle. Wir erleben 4 Wochen Schulschließung, 4 Wochen Ausnahmezustand. Das heißt auch 4 Wochen, in denen man nicht seine Freunde treffen kann, in denen man nicht lernt, in denen man nicht unterstützt und begleitet wird, in denen man nicht chillen, bummeln, ganz normal leben kann und in denen man auch zu Hause anders lebt als vorher. In den Medien werden wir konfrontiert mit Zahlen von Kranken und Sterbenden. Wir haben unsere Geschwister, unsere Eltern, unsere Kinder eng bei uns und müssen damit klarkommen, den ganzen Tag zusammen zu sein und eben nicht wie sonst auch Zeiten zu haben, wo jeder seinen eigenen Bereich hat. Menschenleere Rotenhäuser Straße. Ihr erkennt das Büro von Herrn Schreiter. Herr Schreiter guckt, ob in der Schule alles in Ordnung ist. Ihr merkt schon daran, Stille. Nichts regt sich, keine Schüler sind hier, weil wir alle diesen Regeln unterliegen, die ja auch gut sind. Aber ich muss sagen, ich freue mich, euch bald wieder hier im Gebäude zu begrüßen, aus dem Büro rausgetobt zu kommen, vielleicht auch mal herumzumosern, dass einige zu laut sind oder sich nicht an die Gebäuderegeln halten. Vom MZE und hier ist vorbereitet die Stillarbeit, das heißt das stille Lernen für die Kinder von euch, bei denen zu Hause gar kein Platz ist, wo man nicht alleine zu Hause lernen kann und die daher die Möglichkeit nutzen möchten, in der Schule zu lernen. Da hat man jetzt hier die Möglichkeit, an einem Arbeitsplatz zu arbeiten mit Abstand und einen Laptop werden wir euch auch zur Verfügung stellen. In der Piranha-Klasse findet die Notbetreuung statt, aber auch da ist es heute, wenn ihr einmal mit mir schauen wollt, auch da ist es heute ganz wahnsinnig leer. Mit dem Computer super langweilig. Ich vermisse die Schüler und ganz ehrlich, mancher Unterricht geht ja vielleicht noch, aber Musikunterricht ohne Schüler, das geht gar nicht. Das ist super ätzend, super langweilig. Ich hoffe, es geht euch allen gut, dass ihr gesund seid und eure Familien auch. Viele Grüße von zu Hause aus dem langweiligsten Arbeitszimmer. Tschüss. Leere Schulhöfe! Leere Klassenzimmer! Schüler und Schülerinnen, irgendwie seltsam, aber wir sollen ja daheim bleiben. Das ist ja genau richtig, wie wir uns verhalten. Ihr Lieben, wartet! Was sehe ich? Oh, wir werden uns bald in der Schule wiedersehen. Oh, der Schulhof wird wieder voll und mit vielen Kindern sein. Oh, das sind doch tolle Nachrichten. Wir müssen uns noch ein wenig gedulden. Passt auf euch auf. Ganz liebe Grüße. Mua. Bleibt weiter zu Hause. Bleibt gesund. Macht eure Aufgaben. Die Lehrer leisten tolle Arbeit mit vielen digitalen Möglichkeiten. Ich warte hier auf euch und
freue mich, euch bald wiederzusehen. Euer Herr Schreiter. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Sorgen habt, unser Beratungsdienst, unsere Sozialpädagogen sind weiterhin für euch zu erreichen. Auch die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen sind für euch da und natürlich auch ich. Meldet euch bei. Tschüss, alles Gute, passt auf euch auf, take care und bleibt gesund.